And welcome back, folks. Welcome back to Broken Sword, The Shadow of the Templars. In fact, I mispronounced the name previously. It is The Shadow of the Templars and not Shadow of the Templars. Okay, aside from these, yeah, minutia, last time we, well, met several new characters. Inspector Augustine Rosso, and then this Sergeant Bruy, and of course the lovely Nicole Collard. We should probably talk to the Sergeant. I think we haven't Entschuldigen yet done Sie, so. Sergeant. Sie haben den Inspektor gehört. Gehen Sie nach Hause, Monsieur. Yeah, we have obviously not talked to him, because there are still several dialogue options. What? Well, do we have to say about the suitcase? Haben Sie schon die Aktentasche des Opfers wiedergefunden? Nein, mein Herr. Der Inspekteur hat mir ausdrückliche Anweisung gegeben, diese Tür zu bewachen. Bis er diese Anweisungen widerruft oder bis Verstärkung eintrifft, rühre ich mich also nicht vom Fleck. Okay, what about the clown? Ich habe den Clown doch gesehen. Er ist in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt. Sind Sie ihm gefolgt? Er hat mich abgeschüttelt. Ich vermute, er ist unterirdisch geflohen. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Kilometer Kanalisation es unter dieser prächtigen Stadt gibt? Das gehörte bislang nicht zu den Fragen, die mir regelmäßig den Schlaf rauben. Ich bin ganz sicher, dass Inspektor Rousseau eine vernünftige Suche organisieren wird. Hm. He does have a good point. Wie konnten Sie und Rousseau so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion. Hatten Sie einen Tipp bekommen? Diese Informationsquellen von Inspektor Rousseau sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur. Ein paar Leute behaupten, er hätte einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Und was glauben Sie? Ich glaube, er ist selbst der Teufel. Ah. Unlikely, even though he does look a bit sinister. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Bitte? Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. War das sein Ernst mit dem ganzen Psychopolizisten-Kram? Natürlich. Inspektor Rousseau ist ein Pionier und Visionär. Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden Sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in L.A. klappt. Hm. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hm. Hat er mit Ihnen gesprochen, Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. I guess that would be the sensible thing to do, but I mean, if we do that, then there would be no adventure game, so. Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Hm. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, also war das Treffen mit dem Clown geplant. Wie kommen Sie denn darauf? Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen 1:30 und 2. N'est-ce pas? Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen? Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no?
Salah-Eddin, der Clown? Das glaube ich weniger. That was funny. Hatte ich Ihnen jetzt diese Zeitung schon gezeigt oder nicht? Allerdings, das haben Sie, Monsieur. Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer dar. Okay, I think that's... Bis bald, Sergeant. ...about it. So, we could go home and just forget about this incident, but... I'm just too curious, what has actually happened. We need to find out who this... what Salah-Eddin means. So there was, I mean, we followed the bomber, the terrorist, one could say. We know that he went underground. We were not able to open the manhole cover. So we need some sort of tool, and as it happens, this street worker has a set of tools that we could borrow. But will you give it to us? Hey, nix da! Hauen Sie schon ab! Of course not. Was denken Sie sich eigentlich? Ich habe Ihren Werkzeugkasten bewundert. Ah, oui? Genug gesehen jetzt? Ich warne Sie, wenn Sie die Kiste anfassen, ramme ich Ihnen die Zähne ins Gehirn. Okay, ich habe schon kapiert. I don't know what... whether the English response or the German response was more brutal, but both of them were quite brutal. Okay. It seems we need to engage in the age-old science or art of persuasion. Hey, Sie da! Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Yeah, let's not ask him immediately about the toolbox. Let us ask him about everything else first. Like, let us ask him about this, Schauen Sie sich das hier mal an. Hey, sind Sie ein Bulle? Reden Sie nicht so laut, ich bin in geheimer Mission unterwegs. Wen suchen Sie? Das ist vertraulich. Ist hier ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Ho, die Typen sind witzig, ey. Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Good point. Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe nichts und niemanden gesehen. Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make-up. Wäre ein komischer Clown, wenn's anders wäre. Hören Sie, ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer. Warum sollte ich den Bullen helfen? Gemeinschaftssinn. Gemeinsam gegen das Verbrechen und so. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie ihn in Aktion gesehen? Yes. Was? Haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen. Hab mich schon gefragt, was das für ein Knall war. Gab's Tote? Ja, einen alten Mann hat's erwischt. Merde! Hätte nicht gedacht, dass es so ernst ist. Was ist mit der Kellnerin? Die ist okay. Dem Himmel sei Dank. I think we have convinced him to help us. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen?
Oui. So ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain. Ich hätte ihm die Fresse polieren können. Ah. Haben Sie den alten Mann erkannt? Non. Hätte ich das? War er berühmt? Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard. War das der Typ, den's im Café erwischt hat? Ja. Oh Mist. Jetzt tut's mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe. Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen. Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen. Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da werden alle Menschen zu Schauspielern. Zu schlechten meistens. Okay, you could show him the newspaper. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Ah, ja, yeah. It's the solution. Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah, es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten? Vergiss es, Kumpel. Bedien dich. So, it appears that Saladin, in fact, is a horse. So, Nicole was right. So, we can now... Help. Ah. That's strange. I totally not remember seeing this. Maybe I just forgot this. Okay. I don't want to visit her yet. I actually just want to... Ah, that's a telephone. Ah, okay. I want to... Yeah. Ich finde genau das, was ich brauche. Ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln kann. Ja, yeah, the manhole cover lifting device thingy. Okay, let us go back and... A little bit faster, please, George. It does seem a bit dangerous to do that, I mean, since he is a killer. And he could be armed. But then again, okay. Would you please move a bit faster, George? I know it's your holiday, but still. Okay. Let us open this manhole. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. That's probably because there is a sewer there. So, let's descend, then. I wonder if it, if it's that really that easy to enter the catacombs of Paris.
just open the manhole cover and then you are there. Okay. So there is a nose, or what looks like a clown nose, and we're going to pick it up, but not this time. In fact, we're going to do this next time because this episode has already run out of time. Yeah. So until next time, folks, until then.